Moin! Ich freue mich, dass du dir auch den letzten Teil meiner kleinen Mini-Reihe hier anschaust. Und das ist auch der Teil, der mir irgendwie wirklich am meisten Spaß macht. Da geht es nämlich um die Nachbearbeitung. Und warum mir das so viel Spaß macht und was ich da alles tue, das erzähle ich dir jetzt gleich. Weißt du, eigentlich ist es die Nachbearbeitung eines Videos, die mich überhaupt an diesen Punkt gebracht hat. Die Möglichkeit oder sogar die Macht vielleicht, mit Schnitt, mit Musik und mit der Farbgestaltung wirklich Emotionen und eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Also verstehe mich nicht falsch, mir macht es auch total viel Spaß, mir über den Inhalt Gedanken zu machen und das Ganze aufzunehmen. Aber hier in der Nachbearbeitung, da geschieht die eigentliche Magie. Also finde ich zumindest. Lass mich dir einfach kurz mal etwas über meinen eigenen Anspruch an meine Videos erzählen. Ich möchte es irgendwann irgendwie schaffen, dir die gleiche optische Qualität zu bieten wie in einem Kinofilm oder einer Netflix-Serie. Ich bin also quasi auf der Jagd nach der filmischen Stimmung. Raider of the Cinematic Look, wenn du so willst. Und deswegen experimentiere ich auch so viel mit Beleuchtung und mit Hintergründen und eben auch mit Farbkorrektur und Color Grading. Und da sind in der Vergangenheit manchmal echt schräge Dinge bei rausgekommen, aber ich finde, so langsam wird's. Nehmen wir einfach mal die Videos dieser Reihe. Da möchte ich dir Gemütlichkeit vermitteln. Na, einfach einen Typen vorstellen, der sich in seiner Wohnung ein nettes Studio eingerichtet hat, in dem er locker mit seinen ZuschauerInnen schnacken kann. Und das erreiche ich in der Nachbearbeitung im Wesentlichen durch drei Schritte. Zuerst Schnitt. Na, also diese Perspektivwechsel, die sollen halt flüssig sein und irgendwie natürlich wirken. Zweitens Musikauswahl und Sounddesign. Denn die Hintergrundmusik, die soll halt irgendwie zum Thema passen, aber auch nicht stören. Und ja, Mäuse müssen halt klicken und Tastaturen müssen klappern. Und drittens, und das ist mein absoluter Liebling in diesem Prozess, ist das Color Grading. Also da muss ich dir nachher einfach im Detail einfach ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, zuerst braucht man dafür aber erstmal ein fertig geschnittenes Video. Und da versuche ich mir das wirklich so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, ich habe mir irgendwann mal eine Vorlage erstellt, wo schon Intro und Abspann mit drin sind und halt Platzhalter für die ganzen anderen Elemente des Videos. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur erstmal die ganzen Aufnahmen in die richtige Reihenfolge bringen. Erinnerst du dich noch an das Klatschen am Ende eines gelungenen Takes? Hier, das sind diese Peaks hier, einmal hier und einmal hier. Das heißt, ich weiß, die beiden Takes davor, die sind halt gelungen und ich muss mich jetzt nur noch für einen von beiden entscheiden. Und das mache ich jetzt erstmal für jede Aufnahme. So, Reihenfolge stimmt jetzt. Jetzt geht es noch ein bisschen an den Feinschliff, nämlich an die Übergänge von einer Perspektive in die andere. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich da gerne meine Kopfbewegung nutze, also Cut on Action, wie man so schön sagt. Das bedeutet, die Bewegung beginnt in der einen Perspektive und sie endet in der anderen. Nur nach dem ersten Rohschnitt, wenn ich die erstmal nur so aneinander geschmissen habe, da ist das halt noch ein bisschen ruckelig. Das heißt, jetzt geht es darum, hier so ein bisschen einfach den richtigen Punkt für diesen Übergang zu finden, damit die ganze Bewegung flüssig wird. So müsste das eigentlich passen. Ja, das sieht deutlich besser aus. Ich mache das gerade mal für alle Sachen fertig. So, die Bilder stehen, Erzählschluss wirkt flüssig und ich weiß, wie lang das Video ist. Jetzt wird es Zeit für Musik. Und da suche ich mir immer zwei Titel raus. Ne? Einen für diese Einleitung vorne bis zum Intro, der schon so ein bisschen die Stimmung für das ganze Video vorbereitet. Und dann einen zweiten, der als Hintergrundmusik unter dem Video laufen kann. Und für diese Hintergrundmusik stehe ich im Moment total auf Acid Jazz. Das finde ich ist nicht ganz so smooth und irgendwie auch mal was anderes im Vergleich zu House oder was sonst für solche Videos gern genommen wird. Ich habe es auch schon mal versucht, komplett ohne Hintergrundmusik, aber da fehlt mir dann irgendwie was. So, ich habe jetzt zwei Titel gefunden, die mir soweit ganz gut gefallen, übrigens bei Epidemic Sound und lass mich dazu ganz kurz was sagen. Ich kriege von Epidemic Sound nicht einen müden Euro dafür, dass ich sie jetzt hier im Video erwähne. Ganz im Gegenteil, ich zahle monatlich Geld dafür, damit ich mir keinen Kopf über Urheberrechte machen muss und du hier qualitativ hochwertige Musik bekommst. Aber die sind halt auch echt gut. Ich habe die Musik hier schon mal reingepackt und auch die Länge angepasst, damit das so zum Video passt. Und damit du auch wirklich das Gefühl hast, in einer Großstadt zu sein, wenn du hier bei mir vorbeischaust, habe ich hier noch eine Tonspur hinterlegt mit nächtlichen Umgebungsgeräuschen aus einer Stadtwohnung. Die habe ich auch bei Epidemic Sound gefunden. So,
Jetzt geht's los. Jetzt beginnt der richtig spaßige Teil. Du hast vielleicht im Schnitt und auch in meinen Outtakes schon gesehen, dass die Bilder, die direkt aus der Kamera kommen, überhaupt gar nicht so gemütlich sind, wie es nachher am Ende im Video aussieht. Denn während der Aufnahme, da möchte ich einfach keine Details in den Glanzlichtern und vor allem auch nicht in den Schatten verlieren. Denn wenn ich nachher irgendwas im Schatten verstecken will, also Kabel zum Beispiel, dann möchte ich das selber entscheiden. Dinge verstecken, die irgendwie da sind, das geht, aber Sachen zurückholen, die nie da gewesen sind, das ist halt unmöglich. Komm, ich zeig dir hier in einer Perspektive, was ich alles so treibe, damit das hier nachher so richtig gemütlich aussieht. Hier die Perspektive. Ich glaube, die ist ganz gut. Du siehst ja, aus der Kamera ist das Ganze noch ein bisschen blass, damit ich eben keine Details in den Schatten und in den Glanzlichtern verliere. Und jetzt hole ich mir einfach erstmal das Ganze wieder ein bisschen zurück über Kontrast und Sättigung. Kleinen Augenblick. So, das sieht soweit schon ganz gut aus. Schatten sind ein bisschen dunkel, da sieht man relativ wenig. Lass mich die gerade einen kleinen Ticken heller machen. Und ein bisschen Kontrast dazu. So wird das besser. Das hellen wir wieder einen kleinen Ticken auf. So gefällt mir das ganz gut. Lass mich das ein klein bisschen lebendiger machen. Und indem wir hier noch ein bisschen am Kontrast schrauben, aber wirklich nur ganz, ganz subtil. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt holen wir mich erstmal ein bisschen ins richtige Licht. Und das mache ich tatsächlich dadurch, dass ich erstmal den Bildbereich um mich herum so ein bisschen maskiere. So, kleiner Augenblick. Dauert ein Momentchen. So, jetzt haben wir es. Was ich dann als erstes mache, ist, dass ich den Bereich um mich herum ein bisschen dunkler mache. So, so eine Vignette quasi, so ganz, ganz subtil. Nicht zu sehr, so passt das. Und im Gegenzug mache ich mit mir genau das Gegenteil. Ich mache meinen Bereich ein klein bisschen heller, auch da nicht zu viel, aber so ein bisschen. So, und als nächstes kümmere ich mich jetzt mal um meinen Hautton, dass wir da ein bisschen mehr Lebendigkeit reinbekommen. So. So in etwa. Ja, aufpassen. So passt das. Und nehmen wir ein bisschen Details raus. Das macht so ein bisschen die Falten weg. Einigermaßen natürlich aus. Und das letzte bisschen Gemütlichkeit, das erzeuge ich jetzt dadurch, dass ich mich quasi ein klein bisschen scheinen lasse. Warte. Mal gucken, dass das nicht zu viel ist, dass es weiterhin natürlich wirkt. So gefällt mir das. Und noch ein bisschen an der Helligkeit, noch ein bisschen zurück. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen Sättigung wieder rausnehmen, sonst wirkt das Ganze doch ein bisschen merkwürdig. So sieht das gut aus, glaube ich. Und das wieder ein klein bisschen heller. Dann noch ein bisschen an den Schatten spielen. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. So, wenn du mal schaust, so kommt es aus der Kamera. Und hier haben wir jetzt ein wirklich gemütliches Studio, als wäre überhaupt gar kein Licht an. Es ist geil, oder? Kannst du jetzt verstehen, warum mir gerade dieser Teil so viel Spaß macht? Und das mache ich tatsächlich für jede einzelne Einstellung. Und das ist auch der Grund, warum ich mich in meinen Videos hauptsächlich auf 2 bis 3 Perspektiven beschränke. Denn sofern sich der Kamerawinkel nicht ändert und sich die Beleuchtung nicht ändert und ich nicht auf einmal wie wild durchs Bild hüpfe, kann ich diese ganzen Anpassungen, die ich gerade gemacht habe, nämlich einfach kopieren und das spart einfach enorm viel Zeit. Jetzt werde ich gleich noch kurz die Audio-Level prüfen, damit die Atmo und die Hintergrundmusik meine Stimme nicht übertönen oder nicht stören. Und dann kommt noch der Teil, der mittlerweile echt mit am meisten Zeit frisst, und zwar das Schreiben der englischen Untertitel. Aber ich mache das tatsächlich lieber selbst, denn selbst wenn ich da irgendwelche Fehler reinhaue, ist es vermutlich immer noch ein Ticken besser als das, was der YouTube-Übersetzer da irgendwie automatisch hinzaubert.
Ja, wenn das fertig ist, nur noch Video exportieren, Vorschaubild erstellen und dann folgt der Upload. Ja, das war's. Das ist die Arbeit, die in so ein YouTube-Video fließt. Ja, Inhalt strukturieren, ein kurzes Drehbuch schreiben, dann Set aufbauen und alle Perspektiven aufnehmen, so 3 bis 4 Mal, bis ich dann wirklich zufrieden bin. Dann Schnitt, Musikauswahl, Color Grading und die Untertitel und zum Schluss dann noch Vorschaubild erstellen und der Upload. Was schätzt du? So alles in allem. Wie lange brauche ich wohl für so ein 7- bis 10-minütiges Video? Also ich habe es nicht gestoppt, aber ich habe das mal grob überschlagen und es sind tatsächlich so etwa 9 bis 11 Stunden. Jede Woche für dich. Ja, und weil es mir halt unfassbar viel Spaß macht. Ja, damit ist diese kleine Reihe jetzt zu Ende und du kennst meinen Arbeitsablauf. Also lass uns jetzt noch wie immer kurz auf das letzte Video zurückschauen, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, denn technisch habe ich da echt nichts auszusetzen. Okay, es war wieder ein Kabel im Hintergrund zu sehen, aber ansonsten technisch echt gut. Und inhaltlich, naja, ich habe dir halt nicht wirklich was gezeigt, obwohl ich dir vorher gesagt habe, du kannst mir über die Schulter schauen. Also das hoffe ich ist heute dann wirklich besser geworden. Lass uns nächstes Wochenende einfach mal darüber schnacken, wie das bisher hier so läuft auf dem Kanal und womit wir uns vielleicht als nächstes beschäftigen wollen. Dann erzähle ich dir auch ein bisschen, warum ich die ganze Zeit von irgendwelchen kleinen Kurzfilmen sabbel, aber dir bisher noch keinen einzigen gezeigt habe. Jetzt danke ich dir erstmal wieder für deine Zeit. Es hat mir wieder furchtbar viel Spaß gemacht. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Wunderschön unter dem Video. Mann, nimm den Socken aus dem Mund, das ist ja schlimm. Zeit für Musik. Nee, Hände reiben machen wir beim Color Grading. Aber nicht eine gute Idee. So, die Bilder stehen und der Erzählfluss wirkt flüssig. Und ich weiß jetzt auch, wie lang das Video ist. Ein Schluck Wein.